Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Freunde, wir hatten vor wenigen Tagen oder vor wenigen Stunden sogar mehr oder weniger das Vergnügen eines 24-Stunden-Livestreams auf den Pokémon-YouTube-Kanälen. Es ging um den Wirrscheinwald. Der Wirrscheinwald ist wohl eine Art Wald, in dem sich unterschiedliche Pokémon befinden. Und diese Pokémon sollten dann innerhalb dieses 24-Stunden-Livestreams vorgestellt werden, gezeigt werden. Die Idee ist gewesen, eine Standaufnahme in diesen Wald hinein und dann irgendwann alle paar Minuten kommt dann mal so hier und da so ein Pokémon vorbeigehuscht. Und alle haben sich natürlich gedacht, auch inklusive mir, boah, 24 Stunden neues Material. Und ich war natürlich so, boah, in 24 Stunden wird bestimmt so viel Neues gezeigt. Die Spiele kommen nächsten Monat schon raus. Es ist nicht mehr allzu lange hin. Da müssen doch jetzt mal bestimmt die Starterentwicklungen gezeigt werden. Etliche neue Pokémon. Vielleicht läuft mal irgendwie ein neuer NPC durchs Bild. Irgendwie ein neuer Charakter oder sowas. Wird man bombardiert mit neuen Sachen und was ist gewesen? Irgendwie nichts. In diesen 24 Stunden Livestream, einen Monat vor Spielrelease, wurde so gut wie nichts gezeigt. Es gab buchstäblich eine einzige Sache, die neu gewesen ist, und das war Galarponita. Ich werde nachher auch noch zu Galarponita was sagen, um mit einem positiven Punkt dieses Video beenden zu können. Allerdings, Pokémon, müssen wir uns vorher erstmal ein wenig unterhalten. Was ist los mit euch? Es würde mich wirklich mal interessieren, warum so wenig kommuniziert wird. Wir haben einen Monat vor Release. Wir haben in den letzten Monaten so viele Fauxpas erlitten und erlebt. Die Community brennt und ist in tausend Teile zersplittert. Und das liegt ein Stück weit auch an der mangelnden Kommunikation. Und Pokémon Schwert und Schild ist nicht der erste Fall. Wir hatten das auch schon bei Pokémon Let's Go, wir hatten das auch schon bei Pokémon Sonne und Mond, wir hatten das bei Pokémon Go richtig schlimm. Und Pokémon Go war mehr oder weniger wirklich ein Skandal, der in das Unverantwortliche geflossen ist, weil wir irgendwann erfahren haben, okay, wir bekommen Pokémon Go auf die Handys. Wann, weiß keiner. Was das genau sein wird, weiß keiner. Ey, das ging irgendwann so weit, dass dann irgendwelche Leute diese Gunst der Stunde und der Unwissenheit der Leute für sich genutzt haben und irgendwelche virenverseuchten Applikationen ins Netz gestellt haben und die verbreitet haben, um dafür Profit für sich rauszuschlagen. Und das geht nicht. Ich kann verstehen, dass ein Spieleentwickler einen Heidenspaß daran hat, beziehungsweise sich natürlich auch ein bisschen im Gespräch halten möchte, indem man auf geheimnisvoll macht und nicht alles gleich raussprudelt und sonst irgendwas. Und ich möchte ja auch nicht fördern, dass wir jetzt im Voraus das gesamte Spiel schon im Voraus kennen, aber so ein bisschen was und nicht immer nur so kleckerweise. Liebe Pokémon Company, wenn wir einen 24-Stunden-Livestream angekündigt bekommen, könnt ihr davon ausgehen, dass es Leute gibt, die sich vielleicht sogar extra frei nehmen, die sich diese 24 Stunden vor ihren Rechner oder an ihr Handy hocken und darauf warten, dass sie Dinge erfahren und dass sie neue Dinge sehen. Und wenn ihr innerhalb von 24 Stunden, das ist ein gesamter Tag, nur eine einzige Sache neu ankündigt, dann müsst ihr leider damit rechnen, dass die Leute davon enttäuscht sind. Ich fand das eine großartige Idee. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, einen Livestream zu haben, wo man gespannt drauf sein kann, wo man nicht weiß, wann was Neues kommt, man weiß nicht, was einen erwartet. Es wurde alles super mysteriös gehalten. Wir haben sogar mehr oder weniger einen neuen Ort, von dem wir auch noch nicht gehört haben. Und das war auch bestimmt alles so für nebenbei, irgendwie entspannt und schön und toll designt und sonst irgendwas. Aber da muss mehr kommen. Da muss wirklich leider Gottes mehr kommen. Wäre das ein Ding gewesen, was eine Stunde geht oder zwei? Gar kein Ding. Aber für 24 Stunden ein Pokémon anzukündigen, das man genauso gut irgendwie in einem neuen Video hätte announcen können, so wie jedes andere auch, das ist leider Zeitverschwendung. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das Ding nicht gestreamt habe. Ich hatte nie vor, die 24 Stunden durchzustreamen. Ich hatte eigentlich vor, wir fangen eine Stunde vor Streambeginn an, danach gucken wir uns so die ersten 6, vielleicht 7 Stunden oder sowas an und schauen dann, wohin uns das Ganze führt. Wenn es danach dann irgendwie so spannend gewesen wäre, hätten wir vielleicht einen 12-Stunden-Stream daraus gemacht, der dann irgendwie bis 3 Uhr morgens geht, dann irgendwann muss ich auch schlafen. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich hätte irgendwas verpasst, weil alles, was in diesem Stream passiert ist, habe ich innerhalb von einem Tweet erfahren. Durch Zufall. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich habe das vorletzte Mal gesagt, ich habe es dieses Mal gesagt, ich werde es auch das nächste Mal wieder sagen, wenn es wieder vorkommen sollte. Ihr müsst Sachen bringen, wenn ihr sowas ankündigt. Ihr müsst die Leute ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich bin ja zumindest froh, dass wir wissen, wann die Spiele rauskommen. Dass sich da niemand mehr irgendwie Profit rausschlagen kann und sagen kann, hey, yo, übrigens, die Spiele sind raus und ihr könnt meine Applikation runterladen. Und ihr müsst für dieses Switch-Spiel ausnahmsweise eure Kreditkarteninformationen angeben.
Und diese ganzen Fake Nukes. Fake Nukes. Und diese ganzen Fake News und diese Fake Leaks und diese Leaks, diese tatsächlichen Leaks, die auch dadurch entstehen, das ist ein Stück weit mit eurer Schuld. Natürlich sind die Leute darauf gespannt, wann die Spiele kommen, wie die Spiele aussehen werden, was diese Spiele haben werden, was sie nicht haben werden, was es Neues gibt. Und natürlich kann ich auch verstehen, die Leute ein bisschen zappeln zu lassen und sie ein bisschen hungern zu lassen. Aber sie nicht komplett aushungern lassen, weil dann fangen die Leute an durchzudrehen. Und dann passieren leider Dinge, die dann auch irgendwann einfach nicht mehr ganz so schön sind und die auch der Community schaden und die auch euch schaden. Und dann hattet ihr letztens ja sogar mal den Fall, wo ihr eingeschreitet seid und wo ihr mit den Leuten kommuniziert habt. Und dann habt ihr scheinbar Dinge erzählt, die so nicht stimmen. Beziehungsweise die innerhalb von wenigen Videos und wenigen Minuten irgendwie widerlegt werden können. Stichpunkt Animation und National Decks und hast du nicht gesehen. Ich meine, mir persönlich ist das egal, aber ich kann inzwischen nach reifer Überlegung schon verstehen, dass Leute sich einfach verarscht fühlen. Woran liegt das? Game Freak, Pokémon Company, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Seid ihr wirklich einfach so stolz und habt ihr so Spaß daran, uns zappeln zu lassen und irgendwie so wenig wie möglich rauszubringen, damit auch irgendwie, ja, niemand irgendwie zu viel über die Spiele weiß? Oder wisst ihr einfach nicht, wie das geht? Mit Leuten kommunizieren, mit der Öffentlichkeit in Kontakt bleiben und Dinge in geregeltem Maße veröffentlichen, dass es nicht zu viel ist, dass es langweilig wird und dass es aber auch nicht zu wenig ist, dass daraus dann irgendwie Dinge passieren, die nicht schön sind. Ich bitte euch als Fan, nutzt euer Potenzial. Wenn ihr einen 24-Stunden-Livestream ankündigt, dann traut euch auch mal ein bisschen mehr zu zeigen. Ein bisschen mehr zumindest anzuteasern. Es sagt ja keiner, dass ihr jetzt irgendwie das ganze Spiel verraten müsst und dass ihr jetzt den ganzen Decks oder die ganzen 24 Stunden alle 2 Sekunden irgendwie neues Pokémon hätte zeigen müssen. Das verlangt wirklich niemand. Aber zumindest so, dass man nach diesen 24 Stunden, die bestimmt viele Leute investiert haben, sagen kann, das war keine Zeitverschwendung. Das war eigentlich ziemlich cool. Und danach ja auch nichts mehr. Ich habe geschaut, weder auf Twitter noch auf YouTube, wieder irgendwas über Ponita. Es war wirklich nur dieser eine Livestream. Wir wissen weder die Typen, weder die Fähigkeit, noch irgendwie irgendwas über dieses Pokémon. Wir wissen, wie es aussieht und dass es scheinbar Galar-Ponita zu sein scheint. Und dass es aussieht wie ein Cast von My Little Pony. Nochmal, ich kann verstehen, dass es ein Stück weit natürlich auch Marketingstrategie ist, Dinge nur anzuteasen und mysteriös und geheimnisvoll zu bleiben. Ist okay, aber doch nicht so extrem. Ihr übertreibt es wirklich jedes Mal aufs Neue wieder. Das musste ich nur unbedingt mal loswerden, weil es mir ein bisschen auf der Seele gebrannt hat und ich dazu einfach mal meine Meinung loswerden wollte. Jetzt möchte ich allerdings mal ein bisschen was zu Galar Ponita sagen. Wir haben einen neuen Galar-Typ. Ponita, ja, wer hätte es gedacht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn meine erste Reaktion so ein bisschen verwirrt gewesen ist, weil ich es erst wirklich nicht als Ponita erkannt habe und es wirklich nur am Ruf letzten Endes erkennen konnte, muss ich wirklich sagen, es ist wirklich sehr, sehr süß. Das liegt ein Stück weit daran, wie es in Szene gesetzt wurde und auch zum Ende des Livestreams gab es noch eine super niedliche Szene, wie dann 2 Galar-Ponita dann halt irgendwie in diesen Wald gelaufen sind und dann halt sich irgendwie angekuschelt haben und dann während das eine dann irgendwie gekuschelt hat, hat dann irgendwie die Mähne und der Schweif und so weiter dann halt irgendwie so in Regenbogenfarben geleuchtet und sonst was. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Meine Tipps, was Galar-Ponita vom Typ sein könnte, ist, also ich denke, Fee ist definitiv dabei. Vielleicht haben sie so einen Fee-Feuer-Typ daraus noch irgendwie hingekriegt, um noch so ein bisschen so back to the roots zu bleiben, um Ponita noch so ein bisschen bei dem lassen zu können, was es halt eigentlich ist. Vielleicht ist das Ganze auch irgendwie so ein bisschen mehr in die Psycho-Richtung. Die Farbgebung könnte dafür sprechen, dass es, wo ich so sage, das könnte schon sein. Und auch so diese Fähigkeit, dass das Ganze halt irgendwie so leuchtet und dass es dann halt irgendwie so ein Regenbogenfarben schimmert, wenn es denn sich irgendwie freut oder sowas. Wäre jetzt mal so meine Mutmaßung. Ich denke mal, der Feentyp wird es auf jeden Fall sein. Fähigkeit kann ich persönlich gar nicht zu sagen, weil ich mich da einfach nicht mit auskenne. Aber ich denke mal, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren ein bisschen darüber spekulieren, was es sein könnte oder was es können sollen sollte. Und deswegen, wie immer, Meinungen, Ansichten und Kommentare in die Kommentarbox und auf dem Weg dorthin kommt ihr an der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Das war es schon von mir. Ein kleines Meinungsvideo für zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.